Das neue Champions League Trikot des BVB polarisiert die Fans wie kaum ein anderes in den letzten Jahren. Grund genug für mich, nach Dortmund zur Geschäftsstelle zu fahren und es abzuholen und dann auf Herz und Nieren zu prüfen. Viel Spaß mit dem Trikot-Vlog. Was mich aber jetzt schon mal interessiert, liebe Pöhlers Bande, und das könnt ihr jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr denn zum neuen Champions League Trikot des BVB? Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Schreibt gerne mal die Schulnoten mit dazu und knallt es in die Kommentare und ich werde mir das hinterher alles mal durchlesen und mein Feedback, meine Schulnote und meine endgültige Bewertung gibt es, wenn ich es anhabe, wenn ich es habe und dann bin ich mal gespannt, was ihr am Ende zu meiner Einschätzung sagen werdet. Also, die Meinungen sind wirklich sehr, sehr, sehr zwiegespalten und vielleicht schaffe ich es ja auch in Dortmund noch den ein oder anderen vor die Kamera zu bekommen, um eine Meinung abzugreifen. Ich habe aber auch schon gehört, dass das Trikot eine extrem gute Qualität haben soll und das werden wir erleben und ich lasse euch daran teilhaben und ich melde mich, wenn wir an der Geschäftsstelle angekommen sind. So, liebe Pöhlers Bande, wir sind angekommen, steigen mal aus, gehen mal zur Geschäftsstelle rüber und holen das gute Ding mal ab. Und natürlich nehme ich euch mit. So, liebe Pöhlers Bande, ich war wirklich lange nicht mehr an der BVB-Geschäftsstelle oder in der BVB-Geschäftsstelle. Ich glaube, das letzte Mal habe ich hier meine Dauerkarte mal abgeholt und das ist wirklich Jahre her. Aber jetzt halt eben das Champions League-Trikot und die Spannung steigt. Wie es wirklich ist, wenn man es mal in der Hand hat. Ich bin angekommen. Jetzt werde ich mal da reingehen. Da drin werde ich natürlich nicht filmen und nicht filmen dürfen. Ist aber kein Problem. Ich melde mich, wenn ich wieder draußen bin mit dem Trikot. Und dann wird es Zeit, das Geheimnis zu lüften und wirklich mal hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, wie das Trikot denn wirklich ist. Also seid gespannt und bis gleich. Da bin ich wieder raus aus der Geschäftsstelle. Und da ist das gute Stück. Das heißt, jetzt gleich wird der Herz- und Nierencheck des Trikots gemacht. Und ich bin wie gesagt sehr gespannt. Es leuchtet mich schon sehr neon an. So Leute, da habe ich das Ding an und bei aller berechtigter Kritik muss ich sagen, das Ding ist wirklich geil. Also das ist immer genau das. Man kann es erst bewerten, wenn man es selber gesehen hat, wenn man es selber angefasst hat, wenn man es selber am Körper hat. Das Material ist wirklich gut, es ist saugeil verarbeitet, es trägt sich wirklich angenehm und ich finde es tatsächlich jetzt so doch viel besser als jetzt einfach nur im Fernsehen oder so. Zumal das Logo ja auch da ist, ja. Und man muss sagen, das Logo ist halt Ton in Ton gehalten. Ne? Es ist jetzt nicht das klassische Logo, aber das war ja zum Beispiel bei dem Black-on-Black-Trikot genau dasselbe. Und da wurde Todes gefeiert. Ja, oder auf irgendwelchen anderen Merch-Sachen hattest du auch einfach das Logo schwarz auf schwarz gedruckt. Ich habe zum Beispiel so eine Puma-Jacke, da ist es genauso gewesen. Und da war es übergefeiert und übergehypt. Jetzt hast du es halt gelb auf gelb. Und das ist dann wieder scheiße. Also wie gesagt, ich kann es verstehen. Jetzt muss man aber auch berücksichtigen, was darf der BVB überhaupt machen. Und ich habe mich mal so ein bisschen beschäftigt mit den Regularien. Und da ist es tatsächlich zum Beispiel so, dass dieser Brustring hier als Logo gewertet wird. Das heißt, der BVB dürfte gar kein anderes Logo mehr drauf machen, theoretisch. Was man aber einfach trotzdem getan hat und auf gut Deutsch drauf geschissen hat, weil die Kritik von den Fans eben auch angekommen ist. Und ich glaube,
Ja, die Kritik wird man sich beim BVB auch trotzdem zu Herzen nehmen. Denn wenn es heißt irgendwie, wer das Logo, wer das Wappen nicht ehrt, ist Borussia nicht wert. Den Grundgedanken verstehe ich komplett. Und ich war am Anfang auch echt nicht begeistert von der ganzen Sache, bin ich auch komplett ehrlich. Ich finde es auch immer noch nicht das schönste Trikot, was wir je hatten. Auf jeden Fall nicht. Da gibt es echt geilere. Safe, ja. Also alleine dieses schwarze Sondertrikot aus der jetzigen Saison. Das ist deutlich, deutlich geiler. Aber es ist auf jeden Fall cooler als gedacht. Und wie gesagt, dieses wer das Wappen nicht ehrt, ist Borussia nicht wert und so. Ich blende das jetzt gleich mal ein bei euch im Video. Checkt mal das Trikot ab von 1976 vom BVB. Es ist nichts, was beim BVB nicht schon da gewesen wäre. Ne? Und das muss man einfach, ja, muss man auch erstmal wissen und das muss man auch erstmal berücksichtigen. Also mein Fazit zu diesem Trikot, es ist doch geiler, als ich gedacht habe. Und trotzdem, ich würde sagen, unvoreingenommen, es sollte sich jeder erstmal ein eigenes Bild davon machen. Und dann kann er immer noch bewerten. Und ich verstehe jeden, der sagt, das Ding ist hässlich oder das Ding gefällt mir nicht oder das Ding ist einfach nicht meins. Das kann ich komplett verstehen. Aber wie gesagt, es ist nichts, was es nicht schon gegeben hätte beim BVB. Das Logo ist da, tonal, gelb in gelb. Man sieht es halt nicht auf den ersten Blick, ja. Und ich will den BVB auch gar nicht irgendwie schützen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Ich kann die Kritik echt verstehen, aber wie gesagt, macht euch ein eigenes Bild und bewertet dann erst das Trikot. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall dazu sagen kann. Und ja, ich steppe jetzt gerade mal zum Stadion und guck mal, ob ich noch andere Meinungen zum Trikot finde. Also ich muss sagen, Leute, so leer wie jetzt gerade habe ich das hier noch nie gesehen. Ich gehe jetzt gerade mal zur Fanwelt, mal gucken, ob da noch ein paar Leutchen rumrennen. Und ansonsten würde es wohl schwierig, weitere Stimmen zu generieren, denn hier ist gerade echt nicht viel los. Ja? Aber ich gebe nicht auf. So, ihr habt die erste Stimme, du bist der... Ich bin der Sven. Und was sagst du zum Trikot? Ist mir eigentlich völlig egal, weil was drinsteckt ist wichtig, nicht was sie anhaben. Und die zweite Stimme, du bist der? Christoph. Und Christoph, was sagst du? Ich finde scheiße das Trikot, ohne Logo. Das macht keinen Sinn. Ja, aber ich so eins. Ja, siehst du aber kaum. Und das ist, geht nee, nicht. Brauchen wir nicht. So, die dritte Stimme, du bist der? Skippy. Der Skippy. Ja, so, was sagst du denn zu dem Ding, zu dem Trikot? Tja, die grellen Farben, die gefallen mir höchstpersönlich nicht so gut. Aber seit den späten 90ern gefällt mir eigentlich gar kein BVB-Trikot mehr richtig. Woran liegt das? Tja, zu viel drauf. Also eher schlicht. Zu viel Schnickschnack. Ich bin eher so auf schlicht ab. Ja, das ist nicht so meins auf jeden Fall. Ja, so zwei, drei kleine Stimmen habe ich ja doch noch sammeln können. Aber da könnt ihr mal sehen, selbst da... Ja, unterschiedliche Meinungen zum Champions League Trikot des BVB. Ich persönlich muss auf jeden Fall nochmal ein Fazit ziehen. Was ich nochmal auf jeden Fall verstehen kann, ist, dass BVB-Fans sich wahrscheinlich verarscht fühlen aufgrund der Kommunikation. Dass es von Seiten des BVB hieß, ja, die Kritik ist angekommen, das Trikot wird anders aussehen. Und letztlich sieht es doch ziemlich so aus wie das bisher schon geleakte. Also das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das Einzige, was sich dann nochmal geändert hat tatsächlich, ist eben, dass das Logo Ton in Ton drauf ist. Und wahrscheinlich wurde da einfach eine andere Erwartungshaltung seitens des BVB geschürt, dass die Fans gedacht haben, ey, das sieht doch ganz anders aus und das ist es nicht. Und dann war es das eben doch. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das war nicht sehr glücklich. Aber mein persönliches Fazit wirklich angezogen. Am Körper, live gesehen, ist es ja deutlich besser und ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine 3+.
Es gibt geilere, es gibt auch noch hässlichere, finde ich persönlich. Ihr habt mich ja noch gar nicht so richtig in diesem Ding gesehen. Jetzt ist es soweit. Also nochmal, ich muss sagen, angezogen, das Ding fällt gut. Der Stoff ist überbequem, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich auch so ein bisschen, dass es der Neonstoff ist, weil das Trikot, mir war langweilig, ich habe mal ein bisschen recherchiert, das Logo ist tatsächlich 70 Mal auf diesem Ding drauf und alle sagen, da ist gar kein Logo drauf. Nee, das ist nicht nur ein Logo, es sind 70 Logos. Das Ding ist, je nach Winkel sieht man es, je nach Winkel sieht man es nicht. Und Freunde, der Doxy ist am Start. Also, ich muss sagen, das Ding ist einfach schon nice. Tut mir den Gefallen, urteilt erst, wenn ihr es gesehen habt, wenn ihr es mal angefasst habt, wenn ihr es mal im Shop hattet oder gekauft habt, dann erst ein Urteil erlauben. Wenn es euch dann nicht gefällt, ja, dann ist es immer noch Geschmackssache wie jedes Trikot, aber mir gefällt es eben besser, als ich dachte. Und liebe Leute, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall nochmal ein Thema, was in meinen Augen definitiv wichtiger ist als die Trikotfrage und ein Thema, was definitiv nicht verhandelbar ist. Ihr kennt das Spielchen, liebe Fans von den Pöhlers, liebe Pöhlers-Bande. Wenn euch der Vlog zu diesem Champions League-Trikot gefallen hat, dann Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr keine Vlogs mehr, keine Interviews, keine Stadion-Vlogs, keine Live-Berichte, gar nichts. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bin raus, euer Toxi.